Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Das Trash möchte ich heute mal in Anführungszeichen setzen, denn es geht um Kati Karrenbauer, die eine schwere Operation hinter sich hat, denn sie hatte einen Schlaganfall. Und wer mich jetzt nun ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich Kati Karrenbauer unheimlich toll finde. Ja, das hat was mit ganz, ganz viel von früher zu tun. Und ich da wirklich auch, als ich das erfahren habe, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Das muss ich euch wirklich so sagen. Und war da echt ein bisschen geschockt. Und ich habe mal in einem Livestream gesagt, dass ein Punkt auf meiner Löffelliste, das sind so Listen mit Dingen, die man noch gerne erledigen möchte, da steht Tatsache auch irgendwo drauf, dass ich gerne mal Kati Karrenbauer persönlich treffen möchte. Einmal mit ihr die Möglichkeit haben, mich eine halbe Stunde zu unterhalten. Ja, aber nun gut. Jetzt ist es Tatsache so, dass Kati Karrenbauer sich nach ihrer Operation zu Wort meldet. Sie hat hier auch 48 Stunden dazwischen gehabt. Also es ist jetzt nicht so eine typische Influencer-Story. Man ist gerade erst aus dem Schlaf erwacht, hält sich das Handy ins Gesicht und legt los. Nein, diese Story ist aus meiner persönlichen Sicht durchdacht und vor allen Dingen auch, und das ist ihr hier wichtig, auch für Aufklärung zu sorgen. Und da mein Vater ja auch im Jahre 2005 einen Schlaganfall hatte und verstorben ist, finde ich das Thema Aufklärung hier sehr, sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, dieses Thema außerhalb des Trashes trotzdem mit reinzunehmen, weil ich einfach hier das sehr, sehr wichtig finde, einfach auch die Nachricht von Kati Karrenbauer zu. Ja, an euch heranzutragen, meine Lieben. All das heute hier in diesem Video. Wir werden mal das Katzenreporter-Handy einschalten und gucken, wie es Kati geht nach der OP. Wir hören rein. Los geht's. Hallo ihr Lieben, ja. Meine OP ist jetzt genau 48 Stunden her. Ich war bis gestern um 12 auf der Intensivstation und ich wollte euch allen danken für eure Unterstützung. Ihr seht, ich sehe scheiße aus. Den Anblick kann ich euch leider nicht ersparen. Und warum mache ich das überhaupt? Ich finde, sie sieht großartig aus. Aber da kommen halt so diese Fan-Momente, glaube ich, in mir hoch, dass ich halt wirklich sage, ich finde, sie sieht einfach großartig aus. Und ich finde das halt hier auch ganz, ganz stark. Warum zeige ich mich so überhaupt? Weil ich wollte gerne offensiv mit der Situation umgehen. Ich habe letzte Woche Dienstag meine Hand nicht bewegen können. Die Hand und den Unterarm. Und es war irgendwie so wie lahm. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, könnte das ein Schlaganfall gewesen sein? Da kann ich aus eigener Erfahrung euch sagen, Tatsache ist das sehr häufig ein Symptom. Mein Vater zum Beispiel, als er seinen Schlaganfall hatte, und er ist ja dann auch kurz darauf dann verstorben, weil er hat es nicht untersuchen lassen. Der konnte seinen linken Arm nicht mehr richtig bewegen. So war das bei meinem Vater. Und ja, krass, es fällt mir jetzt gerade doch schwerer, darüber zu sprechen. Aber ja, so war das bei meinem Vater. Und er hatte halt damals auf sämtliche Ratschläge verzichtet und ist halt nicht zum Arzt gegangen, ne? Und ja, ich bin dann mit meinem Fahrrad nach Hause, aber ich konnte das nur schieben. Und der Arm, das dauerte so eine Viertelstunde, bis ich wieder greifen konnte. Das kribbelte dann leicht und ich nahm mir vor, mich darum zu kümmern. Und dann war mein Papa aber abends im Krankenhaus und der war gestolpert und gefallen und ich habe ihn begleitet, wie immer. Und dabei habe ich dann die Ärzte gefragt, ob das ein Schlaganfall gewesen sein könnte. Ja, krass, was für ein Zufall, oder? Also das muss man mal wieder wirklich so sagen, wie das Leben dann so ein bisschen spielt, dass sie hier, wie ich persönlich denn doch finde, wirklich irgendwie so einen Schutzengel hatte, der ihr diese Botschaft indirekt mitgeteilt hat. Das ist schon krass. Und die meinten, dass ich mich auf jeden Fall drum kümmern sollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Termine sind ja schwer zu bekommen, da muss man zum Neurologen. Aber ich habe einen Venenarzt aufgesucht, bei dem ich sowieso einen Termin hatte. Und der hat die Venen kontrolliert und hat gesagt, alles prima, aber da ist was mit den Gefäßen. Und nach einem Telefonat, eigentlich zwei Telefonaten mit Krankenhäusern, sagte mir eine Dame aus dem Sekretariat, der ich sehr dankbar bin, kommen Sie einfach in die Erste Hilfe. Und ich habe dann erst gezögert, weil ich dachte, alles andere ist so wichtig.
Und das ist halt wirklich, wie sie es halt sagt, ne? Das ist so oft so falsch, dass man die Prioritäten ja von anderen Dingen über seine eigene Gesundheit stellt und man dann tausend andere Sachen zu erledigen hat und selbst der Termin, der erst morgen um 15 Uhr ist, ist ein Hindernis, jetzt zum Krankenhaus zu fahren. Und ich kann das alles, was sie so sagt, so persönlich nachvollziehen, weil so ticken so viele Menschen, dass man dann immer davon ausgeht, ach, so schlimm ist das alles gar nicht, das wird alles auskuriert, das ist alles gar kein Problem. Und Gott, bin ich froh, dass Kati hier eine andere Entscheidung getroffen hat, ne? Und irgendwann stand ich im Regen draußen und dachte, nein, du bist jetzt wichtig. Und dann, das war am Dienstag, und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und man nahm das alles sehr ernst und hat mich 8 Stunden lang durchgecheckt und am nächsten Tag auch noch mal fast 8 Stunden. Ja, hier auf jeden Fall ein Dankeschön auch an die Ärzte, die sich die Zeit genommen haben. Man muss ja einfach mit dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so diese Erfahrung gemacht habt, aber ich habe die Erfahrung leider gemacht, dass es das halt auch genau anders laufen kann, dass man auch wieder nach Hause geschickt wird. Ja, wobei, also ihr wisst vielleicht auch aus meinen anderen Videos, dass ich ja selbst auch ein Herzpatient bin. Ich habe eine Sinusarrhythmie, hatte auch schon ein Vorhofflimmern gehabt. Also auch ich bin, was das Herz betrifft, nicht immer so stabil. Und auch ich, sobald ich das Thema Herzpatient sage, ist es Tatsache so, dass auch ich niemals bis jetzt hier in Berlin irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht habe und das nicht ernst genommen wurde. Also wenn es ums Herz geht, habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass man hier wirklich durchleuchtet wird bis zum Schluss. Und hier bin ich auch froh, dass auch Kati durchleuchtet wurde. Es gibt nämlich genug Fälle, wo das nicht ernst genommen wird, diese Warnsignale. Und dann war klar, eigentlich hätte man mich am liebsten da behalten. Und es war klar, diese OP, ich komme nicht drum herum. Ich habe einen sehr langen Schnitt am Hals, denn das Risiko, einen Stent zu setzen, wäre höher gewesen, dass ich vielleicht während der OP einen Schlaganfall bekomme. Die Reise hat erst begonnen. Ich muss die andere Seite leider auch noch machen lassen. Okay, also dann hat sie ja wirklich noch richtig was vor sich. Also wenn hier die eine Seite komplett operiert wird und sie hier das dann auch nochmal machen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass es Kati jetzt gerade echt alles andere als gut geht. Da macht man sich natürlich Sorgen, ne? Ich wollte euch nur sagen, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich sehe wirklich scheiße aus. Ich bin komplett schwarz und blau, überall zerstochen. Und Aber sie kann noch lachen. Und das ist halt das, was mich bei Kati Karin Bauer so inspiriert. Diese Powerfrau, ja, diese krasse Powerfrau. Ich finde das so, so inspirierend einfach, ja. ja, sehe aus, wie ich aussehe, habe jetzt gerade auch ein bisschen Bluthochdruck. Aber es geht mir gut und ich danke euch für eure Unterstützung. Und wenn ihr mal irgendwas habt, dann bitte Früherkennung. Achtet auf euch und geht. Und ich melde mich bald zurück. Wollte nur sagen, alles gut gelaufen. Die Narbe sieht scheiße aus, aber. Na, kriegt eine Gänsehaut, ne? Ich finde das so, so gut, was sie sagt, weil das ist das Thema Früherkennung, Früherkennung, Früherkennung. Egal in welcher Situation, man muss sich einmal durchchecken. Das ist so, so, so wichtig. Und ich finde es auch so gut, dass sie die Story macht und dass die Story nicht gleich direkt am selben Tag, sondern zwar 48 Stunden versetzt. Man kann sich Gedanken machen. Vielleicht merkt ihr das. Sie spricht ja fehlerfrei. Sie spricht ja wirklich ungeschnitten und das trotzdem so gut mit der Botschaft und es ist so wichtig und das ist der entscheidende Unterschied. Es gibt auch jetzt welche, die bestimmt sagen, ah nee, das ist nicht korrekt, sie ist im Krankenhaus, macht eine Story. Hat alles seinen Raum, kann man alles akzeptieren. Aber ich finde hier diesen Unterschied von einer Person, die hier eine gewisse Reichweite hat, die hier eine krasse, heftige Geschichte offensichtlich erlebt hat, sich hinzusetzen, 48 Stunden später eine Story macht und denn dann wirklich keine Angst verbreitet, Betroffenheit verbreitet und aufklärt. Und das ist das, was ich hier gerade so schätze an dieser Story. Aber das geht alles weg. Und eine Narbe ist okay. Aber ich musste auch an meine Kollegin Gabi denken, Gabi Köster. Und an die Winnie, meine Maskenbildnerin, die auch einen Schlaganfall hatte und sich zurück ins Leben gerobbt hat. Und ich habe jetzt eine Chance bekommen, dass ich da heil durchkomme. Und das finde ich großartig. Und daran wollte ich euch gerne teilhaben lassen. Passt schön auf euch auf. Bis bald, eure Kathi. Ja, unglaublich, was für eine Powerfrau. Ich habe noch eine zweite kurze Story von ihr, wo sie jetzt auch wieder zu Hause ist. Ich habe das Tatsache ein bisschen gesammelt, weil ich das jetzt nicht so in verschiedenen Videos anhypen wollte, das Thema, weil das ist kein Thema, wo ich sage, das ist jetzt
Weiß ich nicht, dass man das jetzt so groß anhypen muss. Ganz im Gegenteil, es ist ein Video oder ein Thema, welches ich mit dem höchsten Respekt, welches ich aufbringen kann, behandeln möchte. Deswegen schauen wir jetzt mal in die zweite Story rein. Hallo ihr Lieben, ja, ich bin raus aus dem Krankenhaus und bin noch ein bisschen schlapp und wollte nur sagen, ich bin wieder zu Hause. Es hat mich so berührt, dass ich hier in meine Wohnung kommen durfte und alles andere erzähle ich euch vielleicht später oder morgen, wenn ich nicht so müde bin, okay? Dicken Kuss, Dankeschön fürs an mich denken und ich melde mich und erzähle euch die ganze Geschichte, okay? Muss mich auch bei vielen Leuten bedanken, die mir geholfen haben. Tschüss. Ja, war das mal eine dramafreie und trotzdem heftige Geschichte, die eine gewisse Betroffenheit verursacht? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei mir ist das genau so und ich möchte hier im Namen von Dennis Trash Highlights, aber natürlich auch von mir selbst, Kati Karrenbauer eine absolut gute Besserung wünschen, dass das alles wirklich reibungslos über die Bühne geht, dass die Narben verheilen können. Und ich finde persönlich, ich bin auch kein, also ich persönlich finde Narben nicht schlimm. Ich finde Narben machen Menschen interessant, versteckt auch keine Narben, steht zu euren Narben und steht vor allen Dingen auch zu den Geschichten, die sie erzählen, denn das ist das, was spannend ist. Und Kati Karrenbauer, muss ich wirklich sagen, hat meinen tiefsten Respekt, dass sie sich hier mit diesem Thema so in die Öffentlichkeit, ja, dass sie das so der Öffentlichkeit preisgegeben hat. Ich wünsche ihr alles Gute, nur das Beste. Und Gati, wenn du irgendwann mal Lust und Zeit hast und wieder gesund bist, sag mir Bescheid. Lasst uns einen Kaffee trinken gehen. 40 Minuten deiner Zeit würde mir sehr, sehr viel bedeuten, um mit dir einfach mal ein paar Sachen so zu besprechen, die mir auf dem Herzen liegen. Ich glaube, das wäre ganz schön. Ja, meine Lieben, ein Video eines kleinen Fans, ich glaube, das merkt man, eines kleinen Fans, das haben wir hier sehr, sehr selten auf dem Trash-Highlight-Kanal, ja. Aber ich wünsche Kati einfach alles, alles Gute und hoffe, dass sie bald wieder noch mehr Stärke hat. Und sie war jetzt ja schon wieder die Power-Kati und wir sie bald wieder auch im Fernsehen sehen können. Vielleicht, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, wir sehen uns aber nochmal um 14 Uhr wieder. Macht es gut.